Eine Serie von Raubüberfällen auf Tankstellen, Trafiken und ein Wettcafé in der Steiermark und im Burgenland ist geklärt. Ein Verdächtiger soll 7 bewaffnete Überfälle mit einer täuschend ähnlichen Spielzeugwaffe durchgeführt haben. Das Video von einem gescheiterten Überfall sorgte zuletzt für Gelächter im Netz, half aber schlussendlich der Polizei, den Täter zu fassen. Hier noch einmal das Video einer Überwachungskamera vom gescheiterten Überfall des 35-jährigen Verdächtigen, welches zur Lachnummer im Internet wurde. Chef, das ist ein Überfall. Das wird automatisch, wir werden dann freigeschaltet. Ja. Wenn das alles unten ist. Das tut man. Die Polizei fahndete mit Bildern und auch diesem Video der Überwachungskamera aus dem missglückten Trafikraub im Grazer Bezirk Maria Trost vom 9. August. Das Video wurde wie gesagt zum Internet-Hit. Damals scheiterte der Überfall kurz vor Geschäftsschluss am Inhaber und Mitarbeitern, die sich weigerten, ihm Geld zu geben. Der Räuber flüchtete vorerst unerkannt und ohne Beute. Aus dem daraufhin von der Polizei veröffentlichten Video, das schnell viral ging, ergab sich ein anonymer Hinweis, der letztlich den Mann überführte. Der Steirer ist vorerst in der Justizanstalt Graz in Haft, soll aber in Folge nach Eisenstadt überstellt werden, da die Raubserie im März 2023 ihren Ausgang im Burgenland genommen hatte, sagte Polizeisprecher Markus Lamp.